willkommen zum Europa-Finale im 30. Yamaha Electron Festival 93. Good evening and welcome to the European Final of the 13th Yamaha Electron Festival 93. United Kingdom. Good evening, ladies and gentlemen. My name's Simon Smith and I'm from the UK. Germany. Aber davon werden wir im Laufe des Abends ja noch sehr viel hören. Ein Dankeschön erstmal an unsere Teilnehmer. Meine Damen und Herren, ferner begrüße ich sehr herzlich den Präsidenten der Yamaha Europa GmbH, Herrn Hisatake Shatani, den Bürgervorsteher der Gemeinde Rellingen, the Ehrenmann of the Community of Rellingen, Herrn Albert Hartje, den Bürgermeister von Rellingen, the Major of Rellingen, Herrn Erhard Hels, den amtierenden Leiter des japanischen Generalkonsulats Hamburg, the Consuling Office of the Japanese Consular General, Herrn Takamitsu Kurihara, die Pressevertreter, the Journalists, und die Vertreter folgender Firmen, die unser Festival freundlicherweise unterstützen, und zwar Menzelreisebüro, Wesselhöft, Ahlers und Schüss, Kraus und Papst, Clovis Logistik Management und Dresdner Bank. Wir haben heute Abend 13 Teilnehmer. 11 von ihnen nehmen am eigentlichen musikalischen Wettstreit teil. 2 Juniorgäste spielen außer Konkurrenz. Diese beiden haben sich ihren Auftritt durch besonders gute Leistungen in ihrer Altersgruppe erspielt. Für die Wettbewerbsteilnehmer geht es um 4 Flugtickets zur Weltendausscheidung am 13. November in Singapur. Die Tickets wurden freundlicherweise von Japan Airlines zur Verfügung gestellt. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben heute Abend ein sehr dichtes Programm, deshalb in erster Linie Musik und wenig Worte. Wir beginnen mit den Beiträgen unserer beiden Gastspieler. Aber lassen Sie mich vorher bitte noch kurz unsere nicht deutsch sprechenden Gäste begrüßen. Good evening and welcome to the European Final of the 13th Yamaha Electron Festival 93. I would like to also welcome our guests from 8 European countries.
and to students from Yamaha Music School from all parts of Germany. Good evening also to all the friends of Electrum and our sponsors. Tonight we have 30 candidates, 11 of which will compete, 2 will be playing, but not competing. Tonight candidates will be compete for one of the 4 air tickets to the world final in Singapore on the 13th of November. The tickets have been donated by German Airlines. So, meine Damen und Herren, nun wie angekündigt, unser erster musikalischer Beitrag von unserem Gastspieler Sascha Geil. Er spielt für Sie eine Eigenkomposition mit dem Titel Fun. Ladies and gentlemen, to start the evening, our first musical guest is Sascha Geil. He will play for you an original with the title Fun. Sascha Geil. Thank you.
schön, Sascha Geil. Sascha, Sie sind heute Abend der jüngste und auch noch der erste Spieler. Sascha, you are tonight the youngest and also the first player. Have you been very nervous? Nein, es hat mir Spaß gemacht, hier zu spielen. Perfect. So thank you and good luck to you. Meine Damen und Herren, unser zweiter Gastspieler ist Lars Keller. Er spielt für Sie von Keith Emerson den Titel Trilogy. Our second guest is Lars Keller. He will play for you Trilogy von Keith Emerson. Lars Keller. Thank you.
schön, Lars Keller. Lars, Sie spielen heute Abend ja außer Konkurrenz. Last night you are playing out of the competition. Würden Sie nicht auch gerne eines der Tickets nach Singapur gewinnen? Wouldn't you like to win one of the tickets to Singapore? Natürlich würde ich sehr gerne ein Ticket nach Singapur gewinnen, nur als es darauf ankam, auf der Deutschland-Ausscheidung war ich noch zu jung, um in die Seniorengruppe aufzusteigen. Pech, he was too young. So, maybe next time. Thank you and good luck to you. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wie gesagt, dieser Teil war außer Konkurrenz, so ein bisschen zum Hineinhören. Wir kommen nun zum eigentlichen Wettbewerb, dem größten internationalen Wettbewerb für Spieler dieses Instruments. Sie erleben nun die Gewinne aus den verschiedenen nationalen Wettbewerben. Alle 11 Spieler gehören in die Gruppe der Senioren, das heißt, sie sind mindestens 16 Jahre jung. Kurz zu unseren Bewertungskriterien. Jeder Teilnehmer hat 6 Minuten Zeit. Bewertet werden Spieltechnik, Registrierung bzw. Gestaltung und der musikalische Gesamteindruck. Ladies and gentlemen, now it's time to start the competition. All competitors are all winners from national competitions. They belong to the senior group, that means they are 16 or older. To the rules, each candidate has 6 minutes. Points will be given for registration, arrangement and the musical impression. Bewertet wird das alles natürlich von einer fachkundigen, international besetzten Jury, die ich Ihnen nun gerne kurz vorstellen möchte. Ladies and gentlemen, before we start, I would like to introduce our international jury. Wir haben zunächst John Bates aus Großbritannien. John Bates ist Musiker, Arrangeur und Journalist und hat bereits mehrfach als Jurymitglied teilgenommen. John Bates from Great Britain. He is musician, arranger and journalist and was already many times a jury member. Als nächstes Gottfried Böttger aus Hamburg. Gottfried Böttger ist Pianist, Komponist und bekannt aus der TV-Talkshow 3 nach 9. Er ist nicht nur im Jazz zu Hause, sondern auch in der Klassik. Gottfried Böttger from Germany. He is a pianist and composer and well known from TV. He has been a member of several jazz pop groups and has composed many tunes for theater and film scores. Und von der Yamaha Music Foundation in Tokio, der Vorsitzende der Jury, Sei Owada. In Tokyo, the president of the jury, Sei Owada. Sei Owada ist Musikdirektor der International Education der Yamaha Music Foundation in Tokyo. Er ist seit mehreren Jahren speziell auf dem Gebiet der musikalischen Erziehung tätig. Sei Owada ist new director of the International Education of Yamaha Music Foundation. For many years, he has been working in the music education field for young children. Meine Damen und Herren, Sie sehen, inzwischen hat unser erster Kandidat Platz genommen. Die Reihenfolge der Auftritte wurde vor der Veranstaltung ausgelost. Ladies and gentlemen, the first candidate is ready to begin. The order of appearance has been decided by the jury. Hier nun also unser erster Kandidat, Simon Smith aus Großbritannien. Er spielt für Sie eine Eigenkomposition mit dem Titel Why Not? Our first candidate is Simon Smith. He will play for you an original with the title Why Not? Simon Smith!
Prélude.
von Reiko Kashiwagi. Our second candidate is Katrin Krämer from Germany. She will play for us the lute from Reiko Kashiwagi. Katrin Krämer. Thank you.
Ich habe gehört, Sie haben für eine junge Dame ein ganz ungewöhnliches Hobby. I've heard you have a very interesting hobby. Basketball spielen und Motorradfahren. Oh, Motorbiking. And darf ich fragen, welche Marke Sie fahren? And what kind of motorbike do you use, Katrin? Suzuki. Thank you, Katrin, and good luck to you. Ja. Und nun unser nächster Kandidat, David Clair aus Frankreich. Er spielt eine Eigenkomposition mit dem Titel Dance Zone. Und nun David, and now David Clair from France, he will play an original with the title Dead Zone. David Clair!
welcher Stadt kommen Sie? From which city do you come from, David? Dijon. Ah ja? Und wie lange spielen Sie die Elton schon? And how long do you play the Elton, David? Since 5 years. Oh, it's a long time. Yes. Okay, so thank you and good luck to you, David. Thank you. Es geht weiter mit Johannes Klüpfel und dem Titel Spring Fever von Mezzoforte. The next player is Johannes Klüpfel from Germany with the title Spring Fever from Mezzoforte. Johannes Klüpfel! Thank you.
Dankeschön, Johannes Klöpke. Johannes, spielen Sie noch ein anderes Instrument? Do you play another instrument? Ja, ich spiele in meiner Freizeit noch die Trompete. Trumpet, ah yes. Und was ist mit Ihren Nachbarn? What's about your neighbors? Bis jetzt habe ich noch keine Probleme damit gehabt. Dann hoffe ich, das bleibt auch in Zukunft so. I hope it's in the future the same. Okay. Thank you, Anne. Good luck. Unsere nächste Kandidatin ist Relana Topp aus den Niederlanden. Sie spielt für die After School von Minoru Mukaya. The next candidate is Katrin Krabben from Netherlands. She will play for you After School from Minoru Mukaya. Relana Tong! Sorry. Thank you.
Same for Rilana Tolle. Rilana, seit wann spielen Sie die Elektron? How long do you have been playing? How long have you been playing this Elektron? Das sind also 10 Jahre, 10 years. It's a long time. Und was machen Sie außer Elektron spielen? What are you doing besides playing the Elektron? I'm studying the organ in Katsuki. Also Sie studieren auch noch die Orgel praktisch nebenbei. Das ist eine ganze Menge, reicht das an der Orgel? Ja. Is it enough? Ja. Okay, so thank you and good luck to you. To you now. Unser nächster Kandidat ist Andrea Gorini aus Italien. Er wird für uns eine Eigenkomposition nach Maurizius Pampani spielen mit dem Titel Impressions in the Park. Our next candidate is Andrea Gorini from Italy. He will play an original by Maurizius Pampani and himself with the title Impressions in the Park. Andrea Gorini! Thank you.
Mario Andrea Gorini. Andrea, you come aus Italien, you come from Italy? Yes. And what do you think about our weather? I don't like it at all. It's too cold. I can understand this. And I hope you don't catch a cold in Hamburg. Okay. So thank you and good luck to you. Unser nächster Kandidat ist Jeremy Richard aus Frankreich. Spielt für Sie den Titel In the 80s von Bob Minzer. Our next candidate is Jeremy Richard from France. He will play for you the title In the 80s from Bob Minzer. Jeremy Richard! Thank you.
Jeremy a charm. Jeremy, wie lange üben Sie jeden Tag? How long do you practice the act in each day? About 1 year. One? One hour. Eine Stunde. Und glauben Sie, das ist genug? Do you think it's enough? Of course. Of course. Okay. Thank you, Jeremy, and good luck to you. Thank you. Unsere nächste Kandidatin ist Anna Garasi aus Griechenland. Sie spielt Aufforderung zum Tanz von Karl Maria von Weber. Auch next. Okay. Our next candidate is Anna Garasi from Greece. She will play Aufforderung zum Tanz von Karl Maria von Weber. Anna Garasi.
Dankeschön, Anna Karasi. Anna, Sie sind Lehrerin. Erzählen Sie uns doch was. Anna, you are a teacher. Please tell us something about it. Yes, I'm a music teacher at the Yamaha School in Greece. And I teach the students, children, small, young ones, older ones, and also adults. Aha, sie ist also Lehrerin an einer Yamaha Musikschule in Griechenland und sie unterrichtet auch Kinder. Anna, wie alt sind denn Ihre jüngsten Schüler? How old are your youngest children? My youngest students are 4 years old. Die Jüngsten sind also 4 Jahre alt. Und können diese kleinen Kinder schon die Elektron spielen? Can these little children play the elektron? No, they don't play elektron. They are the junior music course. But they can learn it with 4 years. They can proceed to the elektron after that. Okay, that's wonderful. It's great. So thank you and good luck to you. Unser nächster Kandidat, Paul Dingle aus Großbritannien. Er spielt den Titel eine Eigenkomposition, den Titel Joyrider. Our next candidate is Paul Dingle from the United Kingdom. He will play for you an original with the title Joyrider. Paul Dingle! Thank you.
Dankeschön, Paul Dingel. Paul, Sie haben ein sehr interessantes Hobby. You have a very interesting hobby. Yes, I make big trees into small trees. It's bonsai. Yes. Ah, it's little bonsai Bäumchen, diese kleinen Bäumchen. Ist das nicht sehr schwierig? Isn't it very difficult, Paul? No, it's easy. Oh, it's easy. Okay, wenn man es kann. If I know, if you know it. Okay. So thank you and good luck to you. Thank you. Unser nächster Kandidat ist Robert Neumeier aus der Schweiz. Er spielt für Sie in American in Paris von George Gershwin. Our next candidate is Roger Neumeier from Swiss. He will play for you in American in Paris from George Gershwin. Roger Neumeier. Eine Frage an die Jury. Er würde gerne noch mal diesen Teil anfangen zu spielen. Ist das möglich? Okay, okay. Thank you. Thank you.
doch auch geklappt. Roger, Sie sind heute Abend der einzige Spieler auf der ELX1. You are tonight our only player on the ELX1. Warum das? Why is that, Roger? Well, I think the design is better. Das Design ist besser. Dankeschön, Roger. Dankeschön und viel Glück für dich. Meine Damen und Herren, willkommen zu unserem letzten Kandidaten. Es ist Juan Francisco Mata aus Spanien. Er wird spielen Rhapsody in Blue von George Gershwin. Our last candidate tonight is Juan Francisco Mata from Spain. He will play for you Rhapsody in Blue from George Gershwin. Juan Francisco Mata. Thank you.
so. Gefällt Ihnen Hamburg? Do you like Hamburg? Yes. Yes. Und wie lange werden Sie in Hamburg sein? How long do you stay in Hamburg? Today. 2 days. So I hope you enjoy your stay in Hamburg. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Sie genießen Hamburg noch weiterhin. Dankeschön und good luck to you. Ja, meine Damen und Herren, damit haben wir und vor allen Dingen unsere Jury alle Beiträge gehört. Unsere Jury wird sich nun zur Beratung zurückziehen und wir machen eine kleine Pause. In 30 Minuten geht es dann weiter mit unseren Stargästen der Gruppe Vocal Express. Ladies and gentlemen, the jury has heard all 11 candidates and will retire to decide upon a verdict. At this time we have a 30-minute break and we start again with our special guest Vocal Express. Also erstmal Dankeschön und wir sehen uns in einer halben Stunde. Danke. Vocal Express. Die Gruppe Vocal Express entstand in der Yamaha Popular Music School Music Station in Hamburg. Ihr Repertoire reicht von Pop-Songs über Jazz bis zu Gospels und auch Eigenkompositionen. Ladies and gentlemen, and now our special guest, Vocal Express. Vocal Express comes from the Yamaha Popular Music School Music Station in Hamburg. Viel Vergnügen, Vocal Express! Love.
glaube, das ist ein Gefäß, was wir heute hier so zu bieten haben. Wir sind im Moment mitten im Pop-Block, das haben wir wahrscheinlich gemerkt. Und werden uns jetzt allmählich in Jazz-Gefilde und am Schluss in die Gospel-Gefilde vorwagen. Wenn es euch gefällt oder wenn es Ihnen gefällt, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie am 29.10. uns im Logo im ganzen Set. Closer to you, one step away.
Each time I see you, baby, my heart cries. Do you, 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 do
man konnte bis jetzt Pop-Einflüsse raushören, Jazz-Einflüsse, aber als Chor hat man natürlich den Gospel nicht verschließen, weil das ist ja eigentlich die Chormusik schlechthin, wenn es in die etwas modernere Ecke geht. Und bringt natürlich immer besonders viel Spaß zu singen. Wir haben jetzt ein Stück mitgebracht, als letztes Stück singen wir Revelation. Das ist vielleicht noch nicht allgemein bekannt, aber das wäre schon bekannt. Viel Spaß dabei.
So, ich glaube, jetzt gibt es Blumen und eine Urkunde. Ich verrate es jetzt mal. Nein, Blumen kommen nicht. Dann bitte ich, jetzt dann darf ich jetzt den... Doch, ich höre es rascheln. Ich höre es rascheln. Einen Moment bitte. Jawohl. Auch den District Manager von Japan Airlines, Tadashi Yokoyama, zum Jahr. Herr Owada, welche Entscheidung hat die Jury getroffen? Mr. Owada, to which decision did the jury arrive to? Thank you. Danke. Just a moment. Haben gewonnen. The winners of the tickets to the World Final in Singapore are Mr. David Clare Frost. Das war das Europa-Finale.
Finale im 30. Yamaha Elephant Festival 93. Ladies and gentlemen, that was the European Final of 30th Yamaha Elephant Festival 93. Dankeschön, gute Nacht, bon nuit, good night und auf Wiedersehen.